Researching Digital Interculturality Cooperatively. Und das Wort Cooperatively, kooperativ ist sehr wichtig hier für uns. Dann die nächste Folie. Genau, das Vidico besteht aus Luise Conti in Jena und ich, Volker Lennehan, an der Universität von Jena, Dr. Roman Lietz an der Universität von Mainz und Dr. Melanie Mendez de Oliveira in Potsdam. Dazu haben wir auch eine Reihe von wissenschaftlichen Assistenten, so wie zum Beispiel Carmen Pereira und Alina Jugendheimer, die jetzt auch so mit dabei sind heute und würden dann heute da auch alles betreuen. Dann, genau. Das Projekt wird von dem BMBF gefordert unter dem Programm Kleine Fächer zusammen stark. Und wie Luise schon gesagt hat, es geht darum, das Fach interkulturelle Kommunikation zu stärken und so neue Netzwerke aufzubauen und so neue Ideen zu fordern. Wir haben Forderungen vor 4 Jahren, von November 2020, so wir haben fast ein einjähriges Jubiläum, bis Oktober 2024. So wir haben dann 4 Jahre, um etwas hier zu machen. Genau, dann zurück an Luisa. Danke dir. Wir haben 2 große Ziele. Also einmal haben wir wissenschaftliche Ziele und andererseits auch strategische Ziele. Einerseits wollen wir also wissenschaftliche Innovation zum wissenschaftlichen Innovation beitragen und andererseits auch die Vernetzung in dem Fach stärken. Bezüglich die wissenschaftlichen Ziele. Das Projekt ist so organisiert, dass wir in den ersten 3 Jahren empirische Studien durchführen und im letzten Jahr eher uns das Ganze theoretisch anschauen. Genauer organisiert ist wie folgt. In diesem ersten 1,5 Jahren, wir werden im Team arbeiten, und zwar Volker Lennehan und Roman Lietz arbeiten am Thema digitaler kosmopolitischer Europäismus. Klammer auf, hier sehen Sie ein Screenshot von dem Website. Das habe ich verwendet, damit Sie vielleicht neugierig werden und dann tatsächlich in unsere Website reingehen. Und da können Sie auf Plus gucken und klicken und dann viel mehr über die jeweiligen Projekte erfahren. Dann Melanie Mendes de Oliveira und ich arbeiten wir an der Studie Interkulturelle Kompetenz und kommunikative Praktiken in der internationalen Zusammenarbeit in virtuellen Kontexten. Aus diesen 2 Projekten heraus werden wir heute einiges vorstellen. In den nächsten 1,5 Jahren werde ich mit Fergal arbeiten an der Frage neonationalistische gegen Öffentlichkeiten in den Kommentarbereichen britischer und deutscher Online-Nachrichtenportalen. Also die Fragen sind viele, die daraus entstehen. Lietz und Mendes de Oliveira werden auch gemeinsam arbeiten an die Frage Nutzung und Einfluss digitaler Medien für die soziale Kohäsion in Diaspora-Gemeinschaften. Also die Idee ist aus unseren verschiedenen Disziplinen heraus, also wir haben hier Linguisten und Kommunikationswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Kulturgeschichte und so weiter. Und daraus wollen wir versuchen, tatsächlich Synergien entstehen zu lassen und Interkulturalität im digitalen Raum auch mit verschiedenen Foki anzuschauen. Ja? Das haben Sie wahrscheinlich bemerkt, es unterscheiden sich die Foki und das ist die Idee, dass daraus natürlich kein 360-Grad-Analyse geben kann, aber zumindest so verschiedene Felder beleuchtet werden und ein größeres Feld dadurch zu sehen ist. Und aus dieser Erfahrung heraus, die wir in unserer Studie machen, aber vor allem in der Erfahrung, die wir sammeln in dem Austausch mit anderen WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen, also wie Sie, dann wollen wir die Theorie uns nochmal anschauen und gucken, okay, inwiefern ist die Theorie noch geeignet, um unsere postdigitalisierte Gesellschaft zu verstehen. Nochmal eine Einladung, beim Workshop teilzunehmen, dann werden Sie wissen, was damit gemeint ist. Also ist die Theorie, welche Theorien sind noch total nützlich und welche müssen noch geschaffen werden, dafür wir tatsächlich unsere besondere Gesellschaft, zeitgenössische Gesellschaft verstehen und beschreiben können. Genau, dazu kommen dann auch strategische Ziele. Wir planen eine Reihe von Veranstaltungen.
So zum Beispiel das jetzige Symposium. Geplant war eigentlich so ein zweitägiges Symposium im Februar. Dann wurde es verschoben bis Juli und dann wurde das dann auch nochmal verschoben. Und jetzt ist es so quasi geteilt auf 2 Tagen. So wir haben so erstens ein Online-Symposium und dann nächstes Jahr im 1. Juli 2022 werden wir dann so auch wieder eintägiges Symposium feiern, letztendlich und in Präsenz. Okay, wir gehen davon aus, zumindest in Präsenz. Und die Gründe, warum wir das so oft verschoben haben, sind Ihnen und euch bestimmt klar. Dazu kommen dann noch 3 ICO-Konferenzen mit unserem Partner von außerhalb Deutschland. Erste ICO-Konferenz zusammen mit einer Uni in Tel Aviv in Israel. Es geht in Richtung ungefähr Richtung so postdigitale interkulturelle Pädagogik, so etwas in diese Richtung. Dann noch eine Veranstaltung mit Partner aus Irland von der University of Limerick. Und dann noch eine Veranstaltung in dem letzten Jahr mit Belo Horizonte aus Brasilien. Dazu sind noch einige Extras. So zum Beispiel, wir haben dann letzte Woche schon, letzten Di Donnerstag und Mittwoch, so eine Gael-Sektion geleitet. Gael steht vor Gesellschaft für angewandte Linguistik. Sie haben eine Sektion für interkulturelle Kommunikation. Und hier haben wir eine Sektion vor digitale interkulturelle Kommunikation organisiert und geleitet, dann für 2 Tage. Noch dazu kommt, sind geplante Veröffentlichungen. So zum Beispiel, wir haben die Intercultural Journal für eine Ausgabe übernommen. Das sollte Anfang 2022 rauskommen. Das Thema dort ist Cyber Utopia, Cyber Dystopia, Digital Interculturality between Cosmopolitanism and Nationalism. Und wenn Sie dann vielleicht mehr zu diesem genauen Thema und wieso das so rausgedacht wurde, dann würden Roman und ich wahrscheinlich dann eigentlich etwas dazu sagen in den nächsten Stunden. Noch dazu kommt, dass mit jedem ICO-Konferenz ist ein Buch geplant. So, und wir werden dann 3 Open Access herausgegebene Bücher dann auch produzieren. Noch dazu kommt, ist eine Plattform, so den Digital Interculturality Research Hub, die als Netzwerk und Plattform funktionieren sollte, so für alle, die sich mit diesen Themen dann sich beschäftigen. Und so wie gesagt, das Kooperative ist quasi betont. Dann Luisa. Okay, also jetzt haben wir das Projekt vorgestellt. Natürlich, wenn Sie Frage haben, können Sie die gleich stellen. Ich würde kurz abschließen mit der Vorstellung des Symposiums. Das Programm kennen Sie auch schon. Gleich fängt das Workshop an. Es tatsächlich geht darum, uns auszutauschen. Also Sie müssen kein besonderes Wissen haben im Bereich digitale Interkulturalität, einfach eine Offenheit mitzudenken. Das wird auf Wonder.me stattfinden. Auf Wonder.me findet auch heute Abend um 18:30 Uhr also ich habe ein Ende hier geschrieben, das ist aber falsch, weil es das Ende des, sagen wir, formellen Teil, aber es ist die Anfang, eine informelle Austausch auf Wonder.me nochmal. Dann, wir haben immer so Pausen, damit Sie luften können, ein bisschen Sport machen können und alles, was Sie Ihre Bedürfnisse befriedigen können, tun. Und dann geht es um interkulturelle Studien und Internetstudien nebeneinander und miteinander. Von Fagolane und Roman Lietz, ein bisschen die Grundlage erklärt, aus dem Redico entsteht. Dann später, nach der Mittagspause, Bolton wird einen Vortrag halten zu Simification. Das ist ein neuer Begriff, und den wird uns er erklären. Später, Mileni und ich und tatsächlich auch Barbara Nietze werden an einige Ergebnisse, erste Daten eigentlich zeigen aus unserem Projekt, an dem auch Jelis Ilderim beigetragen hat. Sie ist da, habe ich sie vorhin gesehen, deswegen bedanke ich mich auf dem Weg.
Dann haben wir zwei Workshops vom Gast, also nicht mehr von uns. Okay, Bolton ist auch halbwegs Gast, auch wenn so irgendwie auch Teil der Redico ist, weil er von Anfang an uns mit Tipps begleitet hat. Aber wir haben Elisa Hoffmann aus der IWK, die ihre Expertise im Bereich Methoden, Online-Methoden, Tools, die wir verwenden können, zu forschen, mit uns teilt. Und dann haben wir Sabine Wanner-Ströhler und Tommy Schmidt, die ich persönlich noch nicht kenne, aber sehr professionell sind und eine tolle Veranstaltung zu Online-Seminar interaktiv gestalten, uns anbieten. Also wir haben ein ganz vielfältiges Programm. Sie sind frei teilzunehmen, wo Sie möchten. Die Zugangsdaten haben Sie bekommen. Ich würde daher etwas anderes zeigen, und zwar wir haben ein Padlet organisiert. Hier ist ein Link, die wird aber auch gleich per Chat geschickt oder wurde schon geschickt. Und hier können Sie jederzeit Kommentare abschreiben, Fragen, Tipps, Ideen. Während der Workshop, danach, im Voraus, fühlen Sie sich frei. Es gibt ganz allgemeine Kärtchen, so wie Feedback zur Organisation oder was nehme ich aus dem Symposium mit. Aber auch spezifische für jeweilige, für die alle Vorträge und Workshop. Also uns würde es freuen, wenn Sie hier sich beitragen. Okay, also jetzt geht's mit dem Workshop los oder gleich. Wir haben 0 Sekunden, aber trotzdem würde ich den Raum lassen für eventuelle Fragen oder Kommentare. Okay, Sie sind einfach gespannt. Und bleiben dabei. Das heißt, viel können wir im Laufe des Tages diskutieren. Vielen Dank schon mal, dass Sie da sind. Der Raum bleibt offen. Sie können sich aber jederzeit ausloggen und wieder einloggen. Und wir sehen uns gleich auf WonderMe. Wollen wir hier den Link auch schicken? Haben wir das gemacht? In der Chat? Vielleicht können wir das machen. Dann müssen Sie das nicht in Ihre Unterlagen suchen. Sonst dran denken, Safari funktioniert nicht wie WonderMe, wenn Sie auf Zoom sind und mit demselben Laptop auch in WonderMe sein wollen. Es kann sein, dass es Probleme gibt aufgrund der Mikrofon und Webcam, die doppelt verwendet wird. Also dann lieber von Zoom rausgehen. Haben wir das mittlerweile geschickt? Ja, wunderbar. Gut, dann einen schönen Tag. Vielen Dank, dass Sie da sind und bis später in der einen oder anderen Veranstaltung.